Aber jetzt sollten wir hier nach meinen Hinweisen auf Sendung sein. Grüß dich, Martin. Hi. Hi, grüß dich. Ja, Dienstagabend, Skat mit Gästen ist so ein Klassiker. Heute habe ich einen Gast und das bist du. Und na gut, und ich selbst habe mich, ich mag Katzen, hatte ich es schon mal irgendwann erwähnt. Ja, Jetzt schönes Outfit. wird ein Schuh draus. Ich habe heute Morgen im Dunkeln in die Schublade gegriffen, eins meiner schwarzen T-Shirts, und dann dachte ich so, ja, das ist die Gelegenheit. Denn dann muss das Headset auch wieder mit dazu. Ja, warum habe ich nur einen Gast? Wir wollen ein bisschen über Skat Community Club sprechen und dann wollen wir uns noch ein bisschen mal mit En Deux vergnügen, also zu zweit, wie wir das ja auch schon vor Jahr und Tag auch schon mal gemacht hatten. Nochmal ein bisschen, ja, man könnte auch sagen, vor dem Punkt spielen, also ein bisschen Muskeln spielen lassen, ne? Warm spielen. Oder? Kann man das so Ja, sagen? definitiv. Das ist so. Ja, Skat Community Club. Du bist so ein bisschen der Schöpfer, der Erfinder, der Schirmherr, der Macher. Erzähl mal ein bisschen, was es ist und was wir uns ausgedacht haben. Ja, ich habe damals mit Michael zusammen, Michael Zinnitz kennen einige unter Zinnitz King, haben einen Club gegründet unter Euroskat-Flagge oder unter Euroskat-Club. Und die waren gleich relativ begeistert davon und haben gesagt, okay, sie bieten uns eine kostenlose Lobby dafür im Endeffekt im Clubbereich, bieten uns alles kostenlos an und sponsern noch ein paar Preise on top. Das heißt, es sind ein paar Sachpreise und ein paar Geldpreise sind von Haus aus garantiert, ohne Einsatz von Geld. Und da spielen wir einfach jeden Dienstagabend ein bis zwei Listen, jeder so wie er lustig ist und haben Spaß gemeinsam und man misst sich so ein bisschen anhand von Rangliste und am Ende gibt es logischerweise auch eine Siegerehrung und Ausschüttung, sage ich mal. Genau. Und das läuft immer, wenn ich es richtig verstanden habe, die Rangliste läuft immer quartalsweise, also immer in drei Genau. Monatsschritten und es werden zweimal 24 Spiele gemacht, ne? Genau, 224 Serien, also 24er Serien werden angeboten. Wenn es einem zu viel ist oder zu wenig, kann er auch nur eine spielen. Wenn zu viel, dann logischerweise, ja. Genau. Dann machen Und wir Lustiges. nun hattest du mir erzählt, dass da auch in dem Club relativ viele Skat-Inselspieler dabei sind und Ja. hat's mich eingeladen und ich habe das ja auch von anderen Seiten schon gehört, dass es natürlich ein cooles Event ist. Ich hatte selber jetzt immer abends ja um 21:30 Uhr meinen Streamtermin. Aber jetzt habe ich gesagt, hey komm, jetzt machen wir mal mit. Ich bin also ab nächsten Quartal, werde ich stolzes Mitglied im Community Club sein und dann auch da entsprechend streamen. Also ab 20 Uhr, dann verschiebt sich der Dienstagsabend-Stream mal ein bisschen nach vorne auf 20 Uhr. Und vielleicht tut es meinen Augenringen gut, wenn ich ein bisschen früher ins Bett komme. Ja gut, aber wir beide, du spielst ja ohnehin außer Konkurrenz, wenn man so will, Genau, es ne? geht vom Prinzip her nicht darum, den Leuten irgendwie, gut, je nachdem, manchmal schneidet man auch schlechter ab, wie man vielleicht denkt, und dann wäre man gar nicht im Preisen, aber vom Prinzip her soll es nicht eine Gefahr sein für die Leute, sondern die sollen sich freuen, wenn sie mit einem mal spielen oder wie auch immer und nicht irgendwie, dass einer eventuell, ja, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man einfach gemeinsam spielt und Spaß miteinander hat. Also an alle, die auch immer so mal fragen, Daniel, können wir mit dir spielen? Im Prinzip ja, sage ich ja dann immer, ne? Ich bin immer so verplant, deswegen spielt doch die Turniere am Sonntagabend, da habt ihr vielleicht eine Chance. Aber jetzt, ne, spielt sonst auch den Community Club und ja, da haben wir noch ein kleines Kopfgeld quasi dann ausgelobt, wenn man das Genau. so nennen darf, ne? Also sowohl auf Martin als auch auf mich, wer uns dann an den Tisch bekommt. Und vor uns landet in der 24er-Serie, der kriegt 5 Euro Cashback, ne? Korrekt, genau. Kopfgeldprämie. Das heißt, vom Prinzip her, also die Buchungen werden manuell gemacht. Das heißt, das erfolgt dann immer im Nachgang innerhalb von, sag mal, ja, normalerweise zwei, drei Hast du Stunden. schon so einen Steckbrief wie im Wilden Westen für uns beiden gemacht? Nee, noch So nicht, aber das kann man mal machen, fünf so ein Dollar? Thumbnail oder sowas in der Art. Ja, sowas kann man vielleicht machen. $5 kriegt jeder, der vor uns landet. Wir beide spielen natürlich weiterhin außerhalb der Wertung und sollen so ein bisschen Jagd auf uns gemacht werden, sage ich mal. Und ja, mal gucken, wie wir das Also, schlagen. ich Gut. denke, ist auf jeden Fall auch ein Ansporn, das nicht zulässig zu nehmen, ne? Dann Musst dich steht mal das hinten wundern, auf wenn du der bei Rechnung. 18 gegen 4 andere läufst. Ja. Also, Skat Community Club ab nächsten Quartal, also ab April, bin ich dann auch dabei. Dann wird es auch gestreamt. Und ja, Anmeldung jetzt bei immer über dich, ne? Richtig? Genau, das läuft aktuell so. Mir bitte mehr persönliche Nachricht schreiben, am besten über die Euroskat-Plattform. Da könnt ihr einfach per PR, also über diese Nachrichtenfunktion im Dashboard, schreibt einfach einen Dive, kurze Nachricht, dass ihr aufgenommen werden möchtet, gerne in den Skat Community Club, dann schalte ich euch frei oder lasse euch freischalten.
Und dann bekommt ihr einen neuen Bereich, das ist der Clubbereich. Den können wir vielleicht kurz zeigen mit Daniel Ja, zeige ich zusammen. hier gerade mal. Ja, gut, okay, im Moment ist nichts los, aber vorhin war noch was los, hatte ich auch geguckt. Vorhin war ja Community Club, da Genau, war jetzt gehen hier wir kurz rein. volles Haus. Da war ja, jetzt bin ich auch kurz drin reingegangen. Genau, da sind vorher ein bisschen was über 30 Leute gewesen. Das nimmt es ein bisschen, nimmt es ab gegen Ende vom Quartal, einfach weil logischerweise manche zu Beginn irgendwann aussteigen, weil sie sagen, okay, sie sind schlecht gestartet oder schaffen es nicht. Oder welche Gründe auch immer, sei jetzt mal dahingestellt, wird es gegen Ende immer minimal Also, weniger vom Quartal. es ist im Prinzip wie im echten Live-Skat-Club auch. Du kannst kommen, du musst, bist nicht verpflichtet, aber wenn du nachher einen Preis gewinnen willst, musst du auch deine Anzahl Serien ein Stück weit erfüllt haben, ne? Genau, das liegt eine Serie, glaube ich, über 50% von dem, was angeboten wird. So haben wir bis jetzt immer die Marschrichtung gemacht. Und das wird auch Ja. so in der groben Richtung beibehalten. Steht aber alles dann auch auf Wunderbar. der Seite. Also, ich glaube, das wird eine coole runde Sache. Ich freue mich drauf. Dann auch mal wieder ein Stück weit, so neu ist das Format ja nicht, aber für mich dann ein Stück weit nochmal wieder was anderes, auch im Community Club. Und ja, also meldet euch bei Martin. Würde denn die Leute freuen Ist sich auch, wenn du als sagen wir Stargast irgendwie mit dabei bist. Oder ich freue mich und die Leute freuen sich und sind dann, ich denke mal, es wird eine freust runde dich, Sache. okay, ja, gut, dann Ja, klar, bin ich, logisch. ne, da bin ich gern dabei, alles klar. So, und jetzt, ja. Wir sehen uns am Wochenende live und wollen uns jetzt ein bisschen schon mal. Haben wir Warm eigentlich diese spielen. warm spielen? Wir Sind spielen gar wir nicht in einer, gegeneinander, sind ne? wir in einer Paarung? Ich glaube, diesmal Nee. noch nicht, ne? Nee, Wir sind diesmal noch erst nicht. irgendwann. Wir haben Guck mal. diese Regionalgeschichten haben die irgendwie zusammengelassen. Da muss man mal mit den Skatguru-Jungs mal reden. Können die eigentlich auch auflockern. Ja, muss ja jetzt nicht mehr sein. Das heißt, diese dezentrale Spieltag ist abgeschafft worden, aber jetzt haben sie trotzdem die Paarungen so gelassen. Also so scheint es zumindest. Wir haben jetzt wirklich der Flöha, die Berliner, also die wo aufgestiegen sind, und Zwickau. Zwickau, genau. Wunderschön. Ich Ja, habe mich schöne, noch gar nicht schöne so genau Paarung. mit beschäftigt, aber ich glaube, wir haben Tübingen dran und natürlich auch Hansa Hamburg hier. Genau, also ein bisschen regional. Die dritten habe ich jetzt gerade. Genau, die Regionalgeschichte bleibt irgendwo bestehen. Und das können sie auch ein bisschen mehr aufteilen auf die ersten zwei bis drei Paarungen, denke ich mal, dass da Varianz reinkommt. Ja, genau. Weil es ist jetzt nicht mal regional gebunden, wenn du zentral abhältst, das Ganze, dann ist alles in Ordnung. So, aber. So, dann aber jetzt mal los. Pass auf, mein Vorschlag ist, wir spielen jetzt erstmal eine 24er on the Open und wer gewinnt, ist dafür aber verpflichtet, dann am Wochenende an der Bar den ersten Drink zu bezahlen. Okay, passt. Das passt, ne? So, achso, einen neuen Tisch Dann, erstellen. wenn du gewinnst, kommt ein großer Cocktail, und wenn ich gewinne, wird es Wasser. Ja, ist ja auch klar, ich trinke ja auch am liebsten Wasser und du trinkst am liebsten Cocktail, dann passt das ja auch wieder. Ja, dann kommen Sie mal bitte, Herr Doktor. So. Bin mal jetzt gespannt, muss ich So, ich kurz nehme gucken. auch auf übrigens. Ja, Bitte jetzt zur war mir Info. klar, dass das. Ich muss gleich mal gucken, ob wir mit den Bildern, ob das schon so passt. Ja, Martin, du nimmst auch auf, wunderbar, genau, das hatten wir so besprochen. Und das heißt, auf deinem Kanal dann aber nicht live, sondern wahrscheinlich ja, später ein bisschen zeitversetzt, kann man das aus Genau, anderen Perspektiven auch noch sehen. im Nachgang werde ich es vielleicht hochladen, direkt dann, ich sag mal so, fällt eine Viertelstunde Zeit versetzt, wenn wir aufgelegt haben. Ja, und ansonsten gilt beim Ondö alles wie beim Skat, nur man muss ein bisschen vorsichtiger sein, ne, weil man manchmal ins Na, Messer immer läuft. drauf, im Zweifel, immer Immer drauf. drauf, gut, okay, ich glaube, das reicht dir. Das muss einfach reichen. So, so, jetzt guck mal, jetzt fange ich schon wieder an zu reden. 13 runter. Gut, du siehst es sowieso gleich. Man kann ja Er schön doppelt schaut nicht offen spielen, so wenn schlecht man aus. Leider ein keine Ondö-Zug, wo Konterkarte man hat. sieht, dass der alte blank ist. Ja, dann können wir jetzt ja auch mal klein drum spielen, ne? Den kann man so machen, ja. Aber ich denke mal, wir werden hier Ja, nehme erstmal ich Karo auch. Ass in Gefahr bringen. Nee, das lässt er nicht zu, ne? 13, Jetzt. 34, 35, wär's nur schon ganz schön viel. Ja, ich habe eine Menge, aber die vollen stehen ja alle drüben. Wie muss ich es jetzt machen? Ich Ist glaube, arg egal. viele wirst du gar nicht kriegen, ne? Den müssen wir den mitnehmen. Ja. Dann erstmal Pik 7. Ja gut, ich muss ja stechen. Das war ja jetzt fies. Okay, Karo 9. Und den werden wir mitnehmen müssen, denke ich. Ach, ansonsten schubst du Trumpf und dann haben wir ein Problem. Nimm mal lieber. Oder. Mehr wird's halt nicht, ne?
Doch, wird mehr. Ja, Und gut. Dann rechne. Du rechnest das schon. Ich brauche ja nicht rechnen. Ich weiß ja nee, sowieso, wird was ich nicht mehr, esse. Blödsinn, was ich sag. Nee, ich kriege das so rum nicht abgetragen. Schieben wir zurück. Ist ja auch wieder ganz listig gespielt. Warte mal, ich weiß nicht. Ich glaube, ist egal. Du hast ja noch Lusche und Ass, ne? Ganz Nee, egal. schieben. Machen wir einfach So, 50 wie oder ist sowas. ausgegangen? Wie ist ausgegangen? Ja. 65, easy peasy. Sah doch gut aus, das Okay. Ding, ne? Vom Gefühl her musste das reichen. So, dann wage ich mich mal rein in das Getümmel. Karo doppelt offen, der sieht ja auch stark aus. Vier Trumpf ist gar kein Problem, wenn Kreuz nicht auch noch steht, nicht zu dritt steht. Kommen wir ja auch sehr gut raus, würde ich sagen. Jo, 14, 19. Geben wir gleich für einfach auf. Na, das ist natürlich, es gibt beim Mondeux auch so ein paar Spiele, die sind dann einfach nicht so interessant. Das ist eigentlich, man kann noch ein paar Züge spielen, aber ist ja sowieso klar, was passiert. Die Spiele, wo es ein bisschen eng wird, die werden wir mal durchspielen. Ne? Kreuz, der alte Hühnerhund, wie kam er denn auf Kreuz? Wie kam er denn auf Kreuz? Was sagst du zu Pik 10, 8 und Doppelläufer? 28, 21 sind ja schon. Gottes Willen hat er schon viel. Und ich habe hier auch noch die Herzvollen. Gut, komm, spielen wir einen kleinen Moment. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Das ist eine So, gute hier. Frage. So, hep, komm, wir machen Maximum Stiche. Karo 7, nee. Nee, Nehme ich lieber nee. Kreuz. Kreuz 9 ist. Eine 9 ist mehr als eine 7, ne? Eine 9 ist mehr als eine 7. Der ist an der Kante. Ach, komm weg. Hast du nicht gesagt, immer all in? Guck mal, Bauer Ass lag drin. Ja, es war wirklich gute13 Findung. Augen. Ja, Bauer schon Ass. 10 Trümpfe Passt. geworden. Jetzt habe ich die Nerven verloren. Ja. Das war, hätte ich lieber den anderen genommen. Ja, aber hast du nicht. Und deswegen gucken wir jetzt. Deswegen gucken wir jetzt. Na, das hat doch schon mal So, das hat geklappt. schon mal geklappt. Und steht ja auch gut. Da steht Aalglatt, du wirst 10 Karo gedrückt haben wahrscheinlich, weil so Ja. schlecht ist er noch nicht. Ass König Lusch. Ja, Nicht gewonnen mit dem Aufstehen. da müssen natürlich irgendwie mal 4 Trumpf stehen oder was, ne? Was nicht der Fall ist. Komm hier, zack. Den fängt mein Kleinster. Ist der elegant rum was geschont. Da können wir es sogar so machen. So. Gucken, ob du Herz Ass Das, ja, verteidigt kriegst. Ach, ja. da zieht er es einfach zwischen, du, als ob er durch die Karten schauen könnte. Ist das denn zu Das kannst du glauben? den 10 vorstechen, ne? Aber nee, kannst du nicht, weil links drum was kommt. Da müsste ja mal einen Bauern drauflegen. Du müsstest schon einen Kreuzbauer übernehmen, dass du vorstechen kannst. Ja, Geht und nicht. dann ist leider das Trumpf Ass Fucci-Kato, ne? Wir Passiert aber so. haben so oder so nur Probleme uns mit diesem Aufschlag hier gemacht. Ja, der Aufschlag war gut auf jeden Fall. So läuft. Na ja gut, dann sei jetzt auch mal 18. Du sagst, läuft. Oh, es läuft wirklich. Mann, ich dachte, es läuft nur die Nase, aber es läuft wirklich. Ja, der geht ja wohl auf. Der geht ja wohl auch doppelt auf und durch. Die kann ich, ja, meistens. Oh, Kreuz 7 sieht ja schon wieder merkwürdig aus. Es steht doch wieder der Viererzug da, du. Na gut. Ja, 2,56 zu 2,43. Ich wusste, dass wenn es um Getränk gibt, dann ist der Martin ein Fuchs. Lässt er sich auch mal taktisch Ja. zurückfallen. Na ja, gut, okay. Dann muss ich wenigstens im Sense gerade so viel gewinnen, dass ich mir das leisten kann. Was haben wir gedrückt? Na, viel ist es nicht. Das muss aber auch reichen. Das muss auch reichen. Ja, das konnten wir nicht riskieren. Geht halt trotzdem nicht, ne? Ja, 3-1, aber es ist. ich brauch ja nicht viel. Das war ja, ich habe ja trotz 0 Augen gedrückt mit 4 Abgabestichen, 3 Asse selber. Brauch schon die blanke Lusche in Herz, dass es ein bisschen eklig wird. Die Lusche Dame irgendwie hinlegen kann von Ass Doppel Lusche. Oh,
Ohne 5 finde ich zu teuer halt bei meinem Döner. Oder ohne 5. Du bist doch sonst nicht so ängstlich, Martin. Ah, da war ich jetzt auch neugierig. Pik Bube hätten auch ein schönes Spiel gehabt. Ja, das ist. Den nehmen wir. Glaube, der ist zu gut. Zu Einmal nicht. offen. Ich habe schon keine Lust mehr, aus meinen Zehnern zu dritt aufzuschlagen. Da sitzt du da wieder ein Ass-König. Was schlagen wir denn da auf? Oh, Trumpf kann auch alles Grütze sein. Ah, Ah, hätte überall Ass-König gehabt. hat es tatsächlich überall Ass-König. Tatsächlich. Ah, so stark. Guck mal, es steht wieder drei. Alles so. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn so. Was so. Naja, gut, ein schlechtes Spiel ist es nicht, aber ohne dreien. Das muss ein bisschen unrund in Herz und in Trumpf stehen, dann kommt das Ding ganz schnell ins Trudeln. Aber es steht ja wieder dermaßen geschmeidig hier. Das ist ja nicht Könnte zu man glauben. vorstechen, ne? So, jetzt haben wir wieder das gleiche. Ich weiß nicht, hätte ich den ersten wieder schon nehmen müssen? Nö. So kriegen wir schön die Trümpfe getrennt, aber dafür kriegen wir immer das gleiche, Das ist Trumpf Ass ne? irgendwie, ne? Oder Trumpf Klein, sagt man mal So, jetzt so. machen wir das mal so. Jetzt machen wir das mal so. Mal gucken, jetzt kommst du nämlich. Der, so, jetzt nochmal verklicken. Hat er nicht. Schade. Mit Verklicken wär's gegangen, ja. Man muss immer eine Chance geben. Bis zum bitteren Ende, ne? So wird beim Mondü halt Bis auch zum mal bitteren Ende. agiert. So, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Ah, ein berühmter Viertrümpfer. Mit Pik steht auch schon wieder 2-2 und kriegst du dann den König. Aber Herz steht ein bisschen unrund. Du wirst ja wahrscheinlich die drei Augen gedrückt haben. Du könntest auch Trumpf Ass gedrückt haben. Ist gar nicht so leicht zu sehen, aber ich glaube, mit nur jetzt am Ende zwei Herzen gedrückt hast, dann hättest du mich wirklich, dann hast du mich wahrscheinlich gefoppt, aber hast du auch nicht. Das wäre auch sehr überraschend gewesen, muss man sagen, ne? Ja, hier, bitteschön, mach doch mal selber weiter. Das müsste ja rechnerisch reichen für uns, ne? Kann man sogar nehmen. Und was kriege ich halt heim, er ist es aber nicht. Glocki, Glocki, Flocki, Glocki! Ding. So, jetzt. Jetzt könnte ich mich revanchieren, tue ich aber nicht. Guck mal, zwei Achter im Stock. Bin noch nicht blöd. Jetzt bin ich wieder dabei. Na, jetzt halten wir mal. Das ist nicht so günstig, jetzt tun wir mal ein bisschen gegenhalten. Das ist ja immer selten beim Undo. Dann muss man ja mal gleich ein bisschen Gas geben hier. Okay, 36. Wenn, dann reizen wir richtig. So, was hast du denn da? Irgendwas geöffnet, willst du auch spielen? Nee, das können wir uns nicht angucken. Nee, das kann man sich nicht. Also nicht 46 müssen wir schon unter halten. 46 müssen wir schon. 48 hast du auch. Ja, dann bin ich wahrscheinlich, bin ich überzeugt? Hast du mich überzeugt? Nee. Noch nicht wirklich, aber schon fast. Ich kippe. Ich kippe, ich kippe. Was hast du denn da? Irgendwas doppelt offen willst du da losmachen? Ich ärgere mich jetzt schon, aber ich passe. Dann Kreuz würden die doppelt offen. alle Oh, achten. das Ah, gegen ist alle doch jetzt fünf. aber. Gegen vier ist er theoretisch gewonnen, auf jeden Fall. Und gegen fünf wird er wahrscheinlich. Ach, Ja gut, ich habe selbst zwei du hast volle. zwei volle, Die genau. kriegst du, ich meine, das könnte dann, aber dafür habe ich auch noch zwei Trumpf voll. Also die vollen werden, da, ich werde ja fünf volle kriegen, ne? Das wird eigentlich, das müsste für uns reichen, ne? Da sind die ersten Das ist ja beiden. wirklich. Ja komm, ich kann es von oben spielen. Ich muss hier nicht Du musst gar nichts, rumhantieren, ja. ne? Ich muss einfach nur meine Stiche mitnehmen. Ich kann anbieten, hier. Anbieten Lass noch macht ein bisschen Beet. was.
Na, Die den Blusen nehme im ich jetzt gerade. Angebot. Den nehme ich jetzt gerade nicht. Und jetzt schnappen wir wieder zu. Oh, was der Glocki, mein Bitburger-Gangster. Freund. Glocki. Was ein Aber Tonic. war doch 48 gereizt. Ja, ich will einfach Wie lange nicht zulassen. König hast du noch gefunden? Ja, gut, das war eine richtig giftige, bittere Verteilung halt. Aber kommt, haben wir alles schon gesehen. Das ist der halbe Spaß. Ne, das ist Also, so. mal ist es der halbe Spaß, mal ist es die ganze Verzweiflung. So. So, wie verzweifelt sind wir denn? Gut, im Endeffekt musst du ihn gedrängt, also du bist aktuell, bist du überhaupt wirklich vor? Wahrscheinlich bist du hinten in Wirklichkeit. In Wirklichkeit bin ich hinten, weil du hast da so ein, weiß ich nicht, Ich was habe mit die vier Karte schon gelesen. Strohhalmen und vier Strohhalmen und einen halben Eiskübel, wo deine ganze Mannschaft dann draus trinkt oder was? So, was haben wir denn jetzt hier? Pik Ass Blank, oh, 7 Trumpf, du hast ja 2 Herz gedrückt und Karo 10, 9 in der Hand. Naja, gut, vielleicht hast du auch Karo 10 gedrückt. Nee, hast du Nein, das natürlich ist nicht. klasse spielen. Ist zu Ja, spät. da. Kommen wir raus? Ich glaube, wir kommen raus. So übertrascht. Gut, du ziehst Trumpf, Trumpf, Pik Ass, dann kommt Karo 9, Dame, König 7 und dann, was muss ich anbieten? Pik 10. Ja, reicht. Aber wir können es ja einfach eben spielen. 7 und 31 24. kriegen wir, glaube Ja, ich. genau, so sehe ich auch so. Na, man sieht, den Einschub nimmst du raus. Ich muss ja schnippeln und jetzt muss Das ich kannst du Pik End. Dame noch durchlegen auf 24 dann. Oder Pik Ja, König, so ist Pik 10 egal. muss ich anbieten, ja. Das ist Pik König links. Gleich in grün. Oh. Die Frage aller Fragen. Ja, wir werden mal langsam ein bisschen passiver hier. Zum hinten raus ein bisschen das Risiko runterfahren. Nicht das. 6-3-1. Ich habe einen Überstich. Hey. Ja, aber deine Trumpf 10, die kriegst du trotzdem nicht. Nee. Ach, du machst es ganz anders. Du machst Ich es ganz mach anders, mal als da noch nein. vorstechen. Nun gut. Hat es gereizt gerade? Naja, ich habe die drei Alten und zwei Asse. Ich denke, ein Okay. bisschen schon, ne? Ein Ich bisschen. habe überlegt, ob ich Nulle werde. Null, also ganz schlechten, aber muss ja irgendwie was machen eigentlich. 21, ne? 2 400 Punkte. Gut, zum Spaß. Schieb dich mal Oh. auf die linke Seite oder in die Mitte, ja, dass man die Punkte sehen kann. Alles klar, pass auf. Was ist denn da passiert? Sorry, ich muss hier gerade noch mal ganz kurz dann doch umbauen. Na, 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 na. Bleib mal ganz kurz dran. Das ist gar nicht so ganz leicht. Da Eins, lagen zwei. 4 Punkte und kein König. So, bup, 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 bup. 3, 2, 1. So, getauscht und du spielst Rang doppelt offen. Charakter auch nicht mehr. Ja, wenn ich jetzt Kreuz spiele und vorsteche, das beeindruckt dich auch nicht so unbedingt, ne? Nee. Nur Pik-Abstich beeindruckt ein bisschen. Nicht direkt. So, So. ein Spiel noch, das müsste eigentlich reichen, wenn ich kein Quatsch mehr mache, Oh. ne? War es wirklich ein gutes noch, was ich krieg, aber es reicht halt nicht. Hoffentlich ist es auf jeden Fall. Jupp, was kriegen wir? 15 in Karo und Kreuz steht auch, also mit Schnapper. Schneider, 29 oder sowas, ne? Gewe. Ja, danke schön, danke schön, danke schön. Das So, zeigt nur, jetzt. Disziplin zahlt sich aus, ne? Die Verlorenen zählen einfach mehr. Die Verlorenen sind einfach mit diesen 40 und doppelt, das ist einfach, das ist schwer, die aufzuholen, ne? Gerade beim Ondeux, aber andererseits, wie so auch beim Ondeux gilt, wie bei, ne? Du kannst es nicht komplett ohne Risiko, irgendwann musst du auch rein, ne? Genau, der Kreuz tat weh. Das andere war.
Ja, wenn der normal steht, dann hättest du die Serie gewonnen. Also, wenn sonst alles so fällt. Wo, was machen wir als nächstes? Jetzt bin ich richtig, vorhin war ich ein bisschen müde, aber jetzt bin ich richtig wach geworden. So, machen wir irgendwas mit Mütze ein bisschen. Komm, lass uns mal Was mit irgendwie ein bisschen Mütze? Ramsch Ja. oder sowas mit Ja, dann Kontra. mach Ramsch und Contra. Das ist natürlich der nackte Wahnsinn. Ramsch beim Mondeux, wo dann irgendwie 10 Karten, die gar nicht im Spiel sind, aber mach doch mal einen auf. Soll Ich bin ich auch dabei. machen? Sind 24 oder 36? Ja, mach mal 24. Fünf. Bitteschön. Lapsch. Zack. Kai Schumacher, spielt mal mit Pink, ja. Dann wird richtig der Casino-Modus ausgepackt. Ist nicht so meins, ehrlicherweise, so zu sehr mit im Casino-Modus unterwegs zu sein. Aber dieses Ramsch ist ja auch schon brutal, denn mit so einem Blatt hier muss man sich jetzt schon überlegen. Ja, sagen wir vielleicht mal besser 18, ne? Du reizt. Ja, ich habe Angst vorm Achso, du hast Ramsch. Angst vom Ramsch. Gut, ich habe jetzt Bock. Auch wenn es teurer wird. Krang einmal offen Hand. Ist doch noch gar nichts in der Pinke. Da kommt einiges rein. Aber jetzt zählt er doppelt. Na, Vollständigkeit 3. Auf den hast du, da ist er wirklich. Gegen Reizen vor allem ist der gut, Ich ne? habe drei volle und es liegt die Karo 10, du Achso, alter Molch. du Das ist ja wieder nicht zu naja, fassen. gut, wenn Buben springen halt, dann ist es ja auch Ja, erstmal in Ordnung. Warte auf ja. Ja, Angebote. aber die vollen sind jeder. Ich habe also es können dreimal 21 fallen. Das wäre Mensch. gleich, das wär gleich ein witziger Einstand gewesen, muss man sagen, Ein ey. schönes Spiel zum Auftakt. Theoretisch 60. Ein bisschen mehr. Ja, entweder wir machen 63 oder wir gewinnen nicht, ne? So, Genau. ein. Das ist ja auch völlig witzlos, das Spiel gewesen. So, ja, nö, ne? Wir müssen Beim erstmal die Ra Schwächen im Ramsch erstmal verbergen. Ja, beim Ramsch ist ja auch ohne Wegdrücken, ohne Schieben, ne? So, Kreuz einmal offen. Tja, komm hier, zeig mal, was du hast. Karo Ass hast du. Erstmal Dash. Looky Look. Herz 10 gedrückt, listig. Da müssen wir all Dinger spielen, glaube ich. Jetzt Ass Wollte vor. gerade sagen, wenn da nicht Pik Ass kommt, dann bin ich wieder sehr überrascht. Kommt aber. So, was kann man spielen? Das ist egal. Ich kann Trumpf noch König. Trumpf. Trumpf König ist die eine Variante. Ja, ist eine gute Variante. Das ist nur eine volle. Ist ja sowieso nur eine volle hier, ne? Bup, bup, bup. So. Jetzt passt es. Einverstanden. Einverstanden. Ich fürchte mal, den werden wir hier nicht aufs Schneider spielen können, denn Ne? das ist die Geschichte. Bei diesem Modus wird Schenken angeboten und wenn wir es ablehnen, dann haben wir Schneider angesagt. Von daher müssen wir es annehmen, es sei denn, wir sind des Wahnsinns. Hast Kreuz 10 gedrückt, wenigstens. Ne, erst mal. War ich auch wirklich rausgekommen. Ui. Alles zu klar, die Spiele, ne? Tonne. Huch, warte mal, das ist ja jetzt, ich kann da hängt die Box so ein bisschen über deinen Karten, aber gut, ich kann das Karo Ass da gerade noch so identifizieren. Da muss ich gerade mal kurz einen Screenshot machen, das ist ja fast ein bisschen ungünstig hier. Ja, das mache ich, das nehme ich mal kurz auf. So, will ich Kontra sagen? Nee. Ich glaube, Glaube nicht. das Ding gewinnst du, glaube ich, gerade so. So. Ramsch, Ah! endlich. Verdammt, hier war doch was mit Ramsch. Ich bin vorne. Na, Ich bin vorne. endlich. Sieben Augen ist die Königsgeschichte. Guck, sieben Augen. 7, 7. Den nehmen wir mit. Um, ach, Big Bauer spielen wir erstmal. Den, da ducken wir uns. Pik. Im Guck mal, und Zweifel krieche, ich habe solange du einfach. kriechen Ich kannst. habe einfach nicht die Damen. Was ist das? Ich krieg immer 7 und du holst immer nur 4. Das ist doch Link. Hat er den genau so wieder abgetroffen? Das gibt's doch schon wieder Habe gar keine andere nicht. Wahl mehr. Karo 7 war relativ klar, dass die jetzt nicht. Ja.
Die muss blank Ja, gewesen sein. wo du die 8 selber hattest. Ja, aber auch das ist bei diesem Spiel halt der Shit jetzt, ne? Man weiß auch nicht, muss ich Kreuz Ass überhaupt noch ziehen? Beim nächsten Mal ziehst du Kreuz Ass, um den Einschub rauszunehmen, kriegst schon eine Schmierung. Ja, jetzt auch verloren. Kriegst du Kreuz 10 von mir und Karo Ass geht am Ende auf den Buben. Bist du genauso Ja, verlieren. genau, der Bauer ist auch noch, der Machst irgendwie einen Bauernschema ja Stich auch. weniger oder so. Also das ist. Ja. Aber das ist bei dem War. Spiel halt, wenn du triffst, dann fühlst du dich wie der Größte, weil du jetzt abspielst die Karte beim anderen und ansonsten bist du eine Karte hinten dran und dann denkst du, du bist der größte Idiot, der rumläuft. Du kannst gar nichts. So, Geschenk, komm, komm, komm. Sag mal, was ist denn hier los? Also dieses 5 Cent mit Ramsch, das kann ganz schön Es liegt teuer bei mir, werden, ne? ja. Das ist gut, ja. Ja, Also das mit dem Getränk, wir werden noch mal die Gesamtrechnung aufmachen. Da bestehe ich jetzt drauf. So. Das heißt, jetzt muss ich ne, 10 gewonnen Getränk bezahlen und dann noch 30 in der zweiten Runde nachzahlen. Wa? Das wäre wieder typisch. So ist, wir haben wieder Ramsch, oder was? schon. Ja, schon. Gut, hier. Eine Dame. Guck Erstmal mal, ein wieder eine bisschen. 9. Wieder eine 9. Noch eine Dame. Den nehmen wir. Siehste, jetzt hast du auch mal 7 genommen. Das ist nicht zu glauben, wie der mich hier ausguckt. Jawohl. Ey! Da Kann dann nicht mal da eine von diesen 7ern liegen? Nein. war er herzfrei, hat er gehofft, dass Herz kommt. Hä? Ja, warum kam eigentlich kein Herz? Das Na, gibt's doch irgendwie gar habe ich dann nicht. weißt du, was gerochen in der Hinsicht. Gut Ah, gerochen. kriegst du mal. Ja, sonst klärst du da irgendwas. Ein Ich hab Bock stoßen, der war auch noch zurecht. Siehst du das etwa anders? Muss doch Herz kommen, Mensch. Ja, hat zwar schon eine Alternative, aber auch dann wird es 14, 25, 35, 56, 14, ne? Hättest du dann 24, gehabt. 35, 46, 57, ja, und dann würde ich vielleicht auch nichts mehr machen. Dann machst du, glaube ich, auch keinen mehr. Kein Interesse, das war natürlich ein Bluff mit dem Offen, weil es ein Oder-Spiel ist. Ah, den Ramsch. Ja, der Ramsch wäre billiger gewesen, aber die Findung war natürlich auch nicht tolle. Wenigstens bin ich jetzt beim Ramsch immer in Vorhand, ne? Man muss die guten Seiten sehen. Danke, danke Daniel. Jetzt haben wir mal mit dem Buben angefangen, mal anders gespielt. Schlau. Hier noch mal einen hinterher. 13 zu 4 für mich. So. Ah, du hast auch noch Denke ich Bierzeit. spielen so. Ich glaube, du hast Pik 7 nicht. Nur volle, ohne, aber ohne Olé! 7 oder ohne 8, irgendwie sowas viel Jetzt zu geht's teuer. los. Ich habe meinen Ramsch gewonnen. Schnell passen. Ach, So. verdammt, dann ist er wieder Ramsch. Verdammt! Wir spielen Asse vorkommen. Siehst du, so, das ist der wahre Stil. Gibt es hier auch Durchmarsch eigentlich? Ne, das gibt's nicht genau. So, Bist du Herr. auf einem guten Weg? Okay, komm, jetzt muss ich dich bremsen. Jetzt muss ich dich bremsen. Nochmal bremsen. Was war das mit dem Ass da? War das wirklich blank? Tatsächlich. Okay, einmal Pik und Kreuz. Nochmal Kreuz. Herz. Pik. Wenigstens ein Bauer noch. Ey, was war das wieder für eine Rotzkarte? Ich mag das Ramschen, wenn sagt. Das habe ich dir vorher nicht Ja, gesagt. Ich mag das wirklich richtig arg. es ist ja auch wirklich ein Gaudi, muss man sagen. Es ist ein Ja. Gaudi, aber wenn du da dusselige Karten hast, also es gibt Sachen, die kannst du einfach schwer Gar nicht. verteidigen. Genau, ist einfach so. Natürlich ist Ja. auch das auf Long Run natürlich ein bisschen mit, aber auf kurze Distanzen. Ist auch viel mit, logischerweise. Momente auch, dass du die triffst und nicht triffst und natürlich auch, manche Karten gehen natürlich gar nicht. Ist auch klar.
Mal Stich um Stich. Du tauchst und tauchst und tauchst. Und den kannst du, ne, wie ist das möglich, dass du den auch noch tauchen kannst? Das ist doch was. Ja, ich habe Durchmarsch. Geil. Rest nehmen. Oh, ein paar schöne Karte. Und den einen Bauern, den du hast, der bleibt, ist unter meinem Herzbauern. Gut, next. Next. Ich wollte nur mal ramschen. Ja, jetzt ist auch, jetzt halt die Faxen dicke hier. Mal gucken, weil können wir uns auf dem Weg den nächsten ziehen hier. Ich bin jetzt im, lass mich auf Betriebstemperatur gebracht. Die Risikoabwertung ist ausgeschaltet, ist außer Betrieb. Ach Gott sei Dank steht Pik nicht zu dritt. Dann haben wir ja eine kleine, eine Minimalchance. Dafür gibt es dann nur 4,80 €. Ich werde verrückt. Ramsch ist ganz schön teuer, ne? Der Ramsches hat es also nicht günstig, ja, auf jeden Fall. Deswegen können wir das auch mal machen. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. 25, 38. Ja, kriegen wir trotzdem. Willst du den Skat aufnehmen? Gang und einmal offen. Den musst du mir im Zweifel beweisen. So, was kann denn drin sein? Wahrscheinlich ist es. Jetzt schläfst du gerade teurer machen. Ein Teuermacher schläft. Das muss ja dann der Pik Bube sein. Oh, wie schön ist Panama. Ja, ich glaube, da haben wir ja Problem keine ist, wenn ich Sorgen. Herz blank stelle, ist immer noch Ja, vorne dann kommt die unzählig. Herz 10. Genau. Darauf warte ich doch nur. Wenn du es Ist nicht halt blank einfach stellst. gewonnen, ne? So schön ist er nicht. Das ist auch ein schlechter, aber. Ah, guck mal, geht aufwärts. Dafür sind wir Da doch zählt ein bisschen bekannt. was. Ach komm, jetzt spielen wir mal anders. Hey, weißt du. Der muss ja eigentlich wieder. Wieso hat der wieder die blanken Dinger in der Fresse? Ich, Mann, ey. Karo 8, Karo 9 ich spielen sollen, nicht Pfeife. Ja, Kreuz zurück war vielleicht ein bisschen. Da war vielleicht nichts, aber man steckt, kannst mir auch geblufft haben, steckt nicht ganz drin, dass du jetzt beide Karos noch drin hast. Das ist ja immer ein Spaß hier mit dem Ramschen. So, Gut, deswegen das machen wir kann es ich. nochmal. Ich habe, glaube ich, mehr Talent für Farbspiele oder Gangs. Die Grenzen ganz gut. Mal gucken. Ich muss. Du musst. Nee, für ein Reh ist er nicht gut genug, auch wenn es ein Oder-Spiel ist. Gucken Der wir wird mal, heute was gut hier drin. stehen für dich. Ah, geht, also für Na, vier geht. Trumpf Ja, schon. geht so, ne? Die gute Nachricht ist, glaube ich, die Kreuz 10. Ansonsten stehen die Vollen nicht gut. Gut, es Ach gibt komm, aber, spiel es doch gibt mal gar nicht, warte den. mal, warte mal, warte mal, es gibt doch gar nicht so viel Trumpfstiche, ne? Ich komme wieder kurz. Bup, bup. Du wirst ein bisschen kürzer, auf jeden Fall. Vor allem da mit dem Ausspiel auch, ne? Zwischen Ja, Tempo das. gegeben, das war gut, sonst schon mal schnell wie Trumpf behandeln muss, aber Trumpf Lusche auf jeden Fall gegeben. Ja, ich glaube, ich muss abtragen. Kann ich jetzt. Jetzt 2 Flüsse 10. 15, 26 plus 17, 43 plus Trumpf König, Pik 10, Bauer, 59. Glaube ich, müsste gewinnen. Das war schon schlecht übrigens. Können es ja auch noch anders spielen, ne? Wir müssen ja gar nicht, wir können ja auch Trumpf von unten spielen. Das war nix, was ich jetzt gemacht habe. Ja, ich muss Platz Bauer vorspielen. Ich dödel. Ich glaube, ich glaube, ich gewinne ohnehin, aber. Glaub's auch, ja. Fünfzehn, 16, 31.
Du hast noch drei Trumpf, ein Karo, ein Pik, ne? Wenn ich da richtig informiert bin, also kann ich einfach mit abtragen. Spielen und dann können machen wir, ob es einsticht, ne? Trumpf König ist Maximum. Pik ist auf jeden Fall korrekt zu spielen. Muss aber Ich Herzbauer hatte ja, glaube ich, spielen. ich hatte, glaube ich, auch andere. Ja, dann den kann ich aber auch nehmen und dann wieder Trumpf, glaube ich, fortsetzen. Ich glaube, ich war es, war wirklich schon auf 61 gerechnet. Jetzt komme ich auf 63. So. Mache ich Trumpf Dame auch nicht, ne? Du kannst immer passen, weil mir das Ramschen nicht so liegt, ne? Auch nicht gut. Ich überlege gerade, ja, ich glaube, es gibt 60 sogar, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kreuz ist Kontra. Die Das Frage ging ja. ist: Jetzt wird er bestimmt die Das Glösche ging ja schon spielen, mal. egal was er macht. Was werde ich jetzt spielen? Die Glösche. Na gut. Dass ich die nicht gedrückt habe, das hast du dir schon gedacht. Jetzt genau. Und jetzt ist die Frage 13, dann müssen wir genau gleich entscheiden, logischerweise. Ich kann auch gleich fortsetzen, weil das Spiel werde ich sowieso, wenn ich jetzt eine Karo volle verschrott, werde ich es auch nicht gewinnen, Ich glaube, du musst dich direkt entscheiden, ne? oder? Ja, ich denke auch. Hast ja auch keine Ahnung. Das Schöne ist, ich werde es ja auch nicht immer gleich machen, wahrscheinlich. Mal drückst du Ich jetzt, mal noch mal wenn so, ich mal jetzt hier so. unten rankomme, ne, mit dem König, dann kann ich jetzt die Karo öffnen, dann sehe ich sie. Aber so sehe ich es halt nicht. So muss ich wahrscheinlich mich einfach entscheiden, oder? 4, 15, 17. Ich kriege übrigens, weiß ich gar nicht, ob ich zwingend Boah, ich alle weiß. vollen mache, wenn ich. Ehrlich gesagt, glaube ich. Du musst doch schon drauf spielen, glaube ich, von den Punkten, dass ich die 10 oben habe, ne? Sonst kommst du ja gar nicht hin, ne? Richtig? Denke. Aber ich habe sie gedrückt, dann kommst du erst recht nicht hin. Diesmal habe ich sie mal gedrückt. Ich weiß gar nicht, wie Zippt noch ich auf weghauen. die Idee gekommen bin. Ist unsauber, aber ist auch irrelevant. Da kann ich aufgepasst. Hast noch die 7? Ach, da hättest du mich eben dran lassen können, aber ist auch egal. War längst gewonnen. Das war entschieden mit dem einen. Ach, verdammt, Ramsch. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Was für ein Trick mit der mit dem Herzanschiss, ne? Mit der 9 und der 7. Geil. Daniel, geil. Ich denke, da kommt er nie drauf. Da komme ich auch nie drauf. Ah, komm, ich habe andere, ich habe vielleicht andere Talente. Mal gucken, ob ich andere Talente habe. Wie gefällt dir die Vorhand? Schlecht ist der auf jeden Fall nicht. Geht los. Zwei Jungs dagegen und irgendwo ein. Oh, und ein K.O.-Abstich. Dass du überhaupt noch am Spielen bist, muss ja bedeuten, dass der nicht gut für mich sitzt. Scheint diesmal die Teuermacher auch nicht drin zu sein. So, wie viel Kreuz hast du da? 4. Maximum und 2 Bauern. Das heißt, Bauer raus, kriege ich meine 5 vollen, ne? Immer noch das Beste. Muss eigentlich reichen. Ein Kreuz liegt sogar noch.
Hey, ich bin Schwuppsi, vorne. Da, 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 da. hupsi, Ja, kann ich auch wieder einen Rahmen. Da können wir wieder einramschen. Komm. ich kann mal einen Ramschen. Sollst auch mal eine Chance haben. Ich weiß ja nicht, ob das schlauer ist. Vielleicht muss ich deine Könige am Anfang immer gleich übernehmen oder so mit den Assen oder so. Immer Vielleicht gleich die musst Asse, klar, logisch. so wie du das da machst, raffinieren. Das dann immer wieder triffst. Yippie! Geht gar nicht. Das habe ich sogar War aus auch Versehen richtig. noch. Plötzchen drin. Aus Versehen habe ich noch einen Ramsch gewonnen. Jetzt fängt's an. Jetzt wird's Zeit, dass wir auf. Kreuz geschlossen. Was ist denn da los, Martin? Ich werde mal Gnade vor Recht durchgehen lassen hier. Fünf Trumpf, Herz, Ass bestellt, Karo Ass zu dritt, zwei Pik gedrückt, wahrscheinlich. Könnte auch Herz Dame gedrückt sein. Könnte auch Herz Dame drücken, wäre natürlich ein guter Bluff. Naja, ja, wir legen mal den König. So, machen wir das so. Nee, hast du nicht gemacht. Das hast du doch nicht gemacht. Aber volle sind wir doch bereit und dann bieten wir sogar mal sieben Augen an. Friedensangebot. Seven Eukchen. Noch drei Trumpf und den letzten Dingens, ne? Das ist, glaube ich, so besser, ne? Na, jetzt wäre es, glaube ich, richtig geil gewesen, wenn der Karo Bauer mir gibst. Jetzt kriege ich zumindest Strumpf, jetzt kriege ich zumindest eine Big Rolle. Habe ich jetzt scheiße gespielt? Was passiert, wenn ich den Karo Bauer gebe? Dann hätte ich jetzt Rest, was noch Trumpf Ass, ne? Ja. Ein Gabelste. Naja, schon Strumpf ausgekriegt noch. Aber ich Haben glaube, wir. es reicht ja so auch. Einfach zu schlecht. Ja, aber natürlich unaufmerksam. Sollte so kurz vor Schluss nicht passieren. Man könnte sagen, ja, gut gerechnet, alles gerechnet. Voll im Griff gehabt, das Ding. Sieben Augen Herrlich. angeboten und dann den vollen. Ich dachte ja, der Mensch, ich so überschlagsweise sah es aus, als hätte ich Rest, aber ja, hatte ich scheinbar doch noch nicht. Also Tauchen auf Herz Bauer sah schon mal richtig aus. Kreuz einmal offen. Komm hier, nimm. Ui, das war eine richtige Möhre. Ich wollte nur Kontra vermeiden. Ist auch nicht ramschen, oder? Jetzt nochmal Musik hier auf den letzten Metern. Das war zu gut gefunden. Nein, wieder nicht Ja, so gefehlt. wogt es hin und her, ne? Du lagst ratzfatz 30 Euro vorne und dann kam Granghand doppelt offen mit 4, Granghand doppelt offen für 30 Euro und plötzlich gewinne ich meinen Ramsch und schon gewinne ich noch die Liste, wie beim Skat. Ja, wie sieht's bei dir aus? Wollen wir noch irgendwas machen? Noch eine schnelle. Aber dann schnell heißt ohne Ramsch, dann machen wir noch zum Okay. Abschluss wieder noch eine Open. mit einer Open wieder, ja? Oder Send Weil. ohne Ding, ohne Ramsch. Nee, lass uns eine Open machen. Die liegen mir noch mehr. 10 Euro, 2 Cent. Also hab ich. Ich komme ran. So. Und dann sind wir aufgewärmt fürs Wochenende, ne? Das Ja. würde ich doch sagen.
Du hast die guten Karten weggespielt und bei mir kommen sie. Irgendwie so. So Rede ich muss mir das zumindest sein. ein. So redet man es sich ein. So, das wäre Ja. jetzt beim Send, wäre es pikant doppelt offen, aber ich glaube, beim Ding guckt man rein. Pikant doppelt offen, weil Handspiel doppelt 10, aber so die Chance auf Gang. War auch günstiger Ja. geworden. Karo Ass noch gedrückt, du. Ich denke gerade, oh, mit blanker 10. Ich meine, ich mache ja ein bisschen was, ne? Aber irgendwie kriege ich in dem ganzen Spot, kriege ich doch Natürlich tatsächlich, schon viel, kriege aber ich 4 volle sogar, weil ich, nee, ich kann nicht, du kommst im Tempo auch nicht, ich muss dich ja an tanzen. Einmal muss ich dich ja irgendwann so anspielen. Ich glaube, ich kriege nur 3 volle, ne? das kriegst du nach Kreuz getrennt, ganz sauber übrigens. Ja Nee, warte doch, mal, das geht trotzdem noch übrigens. kriegt tatsächlich 4 volle. Jetzt kriegen wir sogar noch Kreuz König. Nee. Nee, das war Quatsch. Kreuz König kriegen wir nicht. Jetzt hast du kein Thema mehr. So, Rest schenken. Wo sind wir gelandet? 55, nicht schlecht. Achtungserfolg. Diese Ass zu dritt immer 2-2 steht. Das ist wirklich wie im Film, ne? Naja, manchmal muss es, ist aber kein schlechter, ne, Ja, ist oder? kein Schlecht. Mit vollem gedrückt. Spielst du nicht doppelt offen? Ich meine, es gibt ja hier Doch, kein bei, Kontra. genau, du bist alternativlos, genau, korrekt beim Spiel. Bei Contra ist es anders, aber bei dem Spiel ist zu gut, um es nicht doppelt offen zu spielen. Und fertig. Der fällt ja auch nicht nur, weil der ist ja nicht auf den Doppelläufer da, also auf den 2-2-Stand angewiesen, ne? Nee. Den machen wir nur einmal offen. Weiß gar nicht warum. Ist wahrscheinlich überängstlich. Ah, vielleicht, weil wir dann am Anfang schon mal eine 10 schnappen können. Eine Tonne. Ich red mich hier wieder um Kopf und Kragen, ne? Weil ich so eine ehrliche Haut bin. Pik 3-1 und vier Trümpfe. Und Karo 10 hinter mir. Das Dann ist ja kriegst du übel. erstmal einen Trumpf Das war's volles. auch. Warte mal, aber ich kriege erst. Ja, ich glaube, ich muss erst mal. Ich weiß gar nicht, was ich gedrückt habe. Habe ich 2 Bilder gedrückt? Karo König und? Wenn noch ein Bild gedrückt hätte. Nee, Herzbild habe ich offensichtlich nicht gedrückt. Ich sehe sie ja Nee, Herr Karo dabei. König hast du gedrückt und die Herzflasche. 4, 17. So, gut, komm. Der Trumpf 10 müssen wir holen. Ich 17, mal, kann ich mal Pik 21. König reinlegen, ne? 31, 35, dupp, ja, reicht doch, easy. Das ist einfach zu stark, das Ding, ne? Ja, das ist gut. Ich kann Schön. auch nicht mal Pik Dame reinlegen von unten unter Pik König. Nervenverlust. Wenn du das schon Zu so gut. anmoderierst, dann will ich dich dabei unterstützen. Tatsache. Spiel ist halt so schlecht, das ist. Ich nehme die weiße Fahne Zweiblanke, egal welchen du entgegen. ausspielst, ist sofort tot. Ach ja. Und du ist manchmal ein Scheißspiel. Also ich blühe heute Abend richtig auf, auch auf die Gefahren, die guten Karten abgespielt zu haben. Manchmal Unbedingt. macht es doch wirklich Freude. Was hast du da? Ein Karo voller da rein, ne? Oh, Herz steht sogar auch zu dritt. Wo kommen wir hin? Warte mal, warte mal, warte mal. 15. Ja, ich gewinne. Da fehlt ein Voller hinten, Ja, ne? genau. Aber welcher? Karo Ich meine, 10 steht falsch rum, es oder? ist ja gar Halt. nicht noch ein Voller im. Genau, Habe ich Karo 10 steht. Karo 10 Karo gedrückt? 10 Nee. steht. Nee, hast nicht gedrückt. Kann ich jetzt schneiden und gut abgewonnen. Ja, und wenn 46 jetzt, und wenn jetzt jetzt. Karo 10 auf der richtigen Seite. Schachmatt. Ja, Ach, komm, zu Spaß. Spaß. Pik einmal offen, ja, dann muss ich erstmal wegbleiben. Nimmt direkt raus, weil gedrückt 20 Augen, 34 und noch beide Trumpf voll. Und ein Herz fällt, das ist ja wieder bitter hier. Das ist ja wirklich oberbitter. Na gut, das ist schon kein schlechter. Mit 20 gelegt. Mit 20 gelegt, das ist kein schlechter. Ja. Abstechen noch. Ja, macht er nicht. Will er nicht. Nö. Ich will Stiche sammeln.
Dann macht es. Ich betreffe auch gerade diese Momente nicht sauber. Aber kurz vor einmal offen. Das 14 unten, würde ich mal denken. Naja, schon klassisch gedrückt. Ja, wird wohl nicht mehr reichen, ne? Ist egal. Ja, 10 ist noch das Beste, was du machen kannst, ne? Aber über das Bild wäre über gewesen. Tja, jetzt. Das ist ja fast, das ist zumindest von den Farblängen genau das gleiche Ding, was ich gestern beim bei der Rocket-Monatsmission in der ersten Serie im siebten oder achten Spiel hatte, wo ich noch drei Kommentare habe, warum hast du den nicht als Gang gespielt und warum hast du den nicht als Kreuz gespielt. Aber ich bin in der Beikarte eine Nuance stärker. Man darf sich aber auch nicht beschweren, ne? Was könnte alles schiefgehen? Fragte der Biber, als er am Baum nagte, ne? Machen den mal keinen Doppelt aus. What could possibly go wrong? Wir starten mit einer Kreuz. Er steht schon mal der Kreuz zu viert, aber steht Karo. Karo Karo ist nicht das zu null, Beste. sonst hast du es Karo verstanden, nicht der ja. Null, sonst hätte ich's. Und dann Ja. natürlich auch noch mit dem blanken König, ne? Schön 15, 36 und dann die Dame im Angebot, ne? Aber 15, 36 tatsächlich. Also Hast du mal wirklich, weggehauen. es war haarscharf, es war haarscharf. So, jetzt kann ich ja sogar bei 36, jetzt kann ich ja sogar hier den Zauberzug auspacken. Gut. Also, das zur Frage, warum, ne, warum spielt man da vielleicht besser ein Karo, ne? Ich habe, nee, ich glaube, ich habe, gestern habe ich den Pik 6 Trümpfer mit 4 Schneider gespielt. Ja, weil der einfach sehr leicht dann wehrlos im Zweifel ist. Ja. Klar, steht da jetzt auch mal auf 62, aber kann sehen, wie knapp das recht ratzfatz wird, das Ding. Und Karo stand noch 2-1, ne? Nur über den Kreuz Ja, Missstand. steht 2-1. Ich glaube auch nicht, dass ich ihn am Wochenende machen werde. Nee, am Wenn du den Wochenende. Mann Also verlierst. ich traue mich eigentlich eine Menge auch bei meiner Mannschaft zu beichten, aber das ist halt so unnötig, weil man es, also das wird halt in der Liga, ist das ein System, was eigentlich, da spielen die anderen das ja auch nicht und da muss man das auch nicht machen. Im Turnier denkst du schon, wenn du den nicht spielst, dann hast du schon wieder gegen die 10 Leute, die den auch spielen und gewinnen, hast du schon, bist du im Hintertreffen, aber Kommt auf die Situation an, wahrscheinlich, wo du, ob du machst ja. oder nicht machst. Er ist schon nicht so leicht zu verlieren, aber wenn der Karo dritt, eigentlich ist die Gefahr, dass Karo dritt noch, ja, es muss Och, schon jetzt beides den stehen. gedrückt. Ich denke, du hast. Ja, aber es ist so bitter, dass das wirklich wieder auch Ass Dame zusammensteht. Ja, machen wir es mal so. Ass Dame steht zusammen, das heißt Kreuz 2-2. Aber ich habe tatsächlich die 14 Kreuz gedrückt. Oh, und 4 Trumpf da. Oh, dann ist es nicht gut an der Dann ist Stelle. es übrigens genau, das ist in Ordnung. Sonst, dann bist du ja noch im, obwohl ich 14 gedrückt habe, bist du jetzt irgendwie im Rennen mit der 4 Trumpf und dem blanken Karo. Na gut, wir spielen erstmal. Da kann jetzt nicht so schlecht sein. Der kann nicht so schlecht sein. Tja, jetzt müsste man eine Maschine sein. Dann wüsste man schon, was passiert, wie das Spiel ausgeht. So. Ist Mit 14 korrekt. Runden ist das Spiel ja auch nicht schlecht, muss man sagen. Aber dann komme ich natürlich nicht an den Herzzehner. Und ich glaube, Dann ich kommst du wüsste, auf jeden was Fall man macht. nichts ran, das steht fest. Ich glaube, das Ass zu legen kann auch nicht richtig sein. Fühlt sich nicht so gut an. Dann hast du jetzt schon 7, ne? Sieben, Erst genau. 7 hast du.
Du sieben, du Lusche. Dann können wir, wie schaut es denn aus mit, welche sind besser? Ich glaube, die sind korrekt. Drei Augen. So, 7, 14, 24, 35, 46, 48, das ist nicht die Lösung. Nee, es Das ist, du hast nämlich verloren. Abwurf ist nicht die Lösung, also muss er erstmal stechen. Ich glaube, ich muss ein. Ich muss zum 7 Ja, spielen. gut, und wenn dir gerade eben die drei Augen so gefallen haben, dann legen wir die, glaube ich, nochmal hin. Dann leg doch erstmal den Trumpfstich hin. Das werden wir Ja, mal das das werden wir mal muss ich weiterziehen kurz können hier. überlegen, aber ich glaube, Trumpflusche kann nicht verkehrt sein. Ich kann nicht auf Trumpf Ass verrecken hier. So, Ah, 7, wobei. 14, 16. Jetzt hast du 16, ne? So, wenn wir jetzt rechnen wir nochmal 23. Jetzt habe ich 16. Richtig? So, jetzt ne, Abwurf 23. Dann 4 sind wir und auch 3 wieder sind drüben. 7. Ich glaube, das muss immer so weitergehen hier. Ich glaube, den können wir tatsächlich irgendwie schwer verteidigen. Nachdem ich nachher mal in die Analyse eingeben, wahrscheinlich habe ich ihn doch irgendwo, wahrscheinlich weiß ich gar nicht, ob Trumpf Lusche, vielleicht wäre Mittelpower doch besser gewesen. Habe ich es überhaupt richtig gemacht? Nur zum Glück habe ich. Ich habe im ersten 4, dann 3 sind 7, dann über Trumpf haben wir 2, sind 9 habe ich erst. 9. Vier, ach du hast, ach guck mal, was rechne ich denn da 20, die ganze Zeit? 24, jetzt spiele ich Dann, dann. den. Das reicht ja immer, kann ich ja mitnehmen. Reicht's immer? Ist richtig, was ich sag? Ja, schon, oder? Genau, Kreuz Ass ist raus. 9, wenn du jetzt erst 24 hast, dann kommst du doch jetzt. Ja, gut, dann kommst du hin. Ne? Und wenn ich steche, dann wirst du einfach Karo Ass. Ja. Ich habe zwischendrin auf jeden Fall definitiv falsch gezählt. Wahrscheinlich hätte ich eher dann auf drei Augen vorhin Ich abschmeißen kann sollen. das sogar Aber schon gut, kaum. aber Nee, drei Augen und du bist auf jeden Fall drei Augen. rechnerisch tot. Aber jetzt sind es ja wieder, es geht wieder um drei Augen, ne? Ja, Ist du da bist wieder, nee, warte sowieso. mal, Wenn, dann musst du Kreuz Karo Ass Dame. mitnehmen, aber ich glaube auch Blatt. Ich glaube wirklich, wo du jetzt 14 gedrückt hast und das zu deinem ersten verrätst, du musst mich, glaube ich, raten lassen nach wie vor. Das ist, glaube ich, die einzige Chance. Was wäre denn gewesen, wenn du jetzt Karo Ass abträgst auf Herz 10? Das kann auch nicht Ja, reichen für dann, dich, oder? das kann auch nicht rein, dann kriege ich Trumpf Ass, ja, sehe ich, aber. Musstest du ihm, ich habe es nicht gar nicht beobachtet. Ach, ey. Völlig, Also, also kann nicht so war es, sein. jetzt habe ich hinten raus wahrscheinlich am schlechtesten gespielt, aber ich glaube, es wäre interessant, ob es dann irgendwie gereicht hätte. Du musst dein Herz noch einmal bedienen, ne? Ja, genau. Ich kriege auf jeden Fall zwei Volle mehr, ne? Was? Nee, zwei Volle nicht, aber einen. Wahrscheinlich wird das so die Bin Lösung. noch. Wahnsinn. Den muss ich mir nachher nochmal angucken. So, Banane zu spät schon. Schlecht gespielt. Muss bestraft werden. So, stehen mal vier Trumpf und drei Kreuz. Hatten wir doch vorhin gesagt, das könnte kritisch sein für Das dieses ist Spiel. genau das kritische Ding, aber ich glaube, den Das gewinne ich. könnte kritisch sein. Du glaubst, du gewinnst, Gehe weil aber du immer davon schlappert. aus, von dem her gesehen. Gehst du sowieso immer von aus. So, das finde ich vernünftig. Ja, wir müssen mal ins Herz jetzt hinein. Kann nicht falsch sein. Und was mitnehmen kann auch nicht richtig gewesen sein. Gefühlt. Hep, hep, oben, unten und Kreuz Lusche, aber wir können auch direkt Kreuz Lusche spielen. Ne? Dann.
den, dann können wir dann immer oben unten, du machst halt Pik 10 mit Kreuzstich oder wir werfen weg, dann kriegst du Pik Kreuz Ass zu stechen. Was ist denn jetzt mehr? Das sind 6, wenn ich stech. 6 und Abschuss sind. Ja, aber wahrscheinlich viel zu wenig. Wenigstens muss der König kommen, ne? Wenigstens muss der König kommen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Machen wir noch genau einen Stich, ne? Das reicht. Waren wir nicht in der Nähe? So, wie sieht's denn eigentlich aus? Du bist plötzlich nach meinem Gekaspere vorne. Da müssen wir mal langsam Zu hier wieder Recht. konzentrieren. Langsam wieder konzentrieren. Ich schenke mir mal was zu trinken nach, dann hat So das Gehirn auch eine wieder ein bisschen wärmende Flüssigkeit, Planken. so, das Ach. wäre vielleicht nicht schlecht. Wenn ich jetzt den verliere, dann kotze ich ab, weil ich habe so eine Tonne im Ausspiel als Peak, aber nur der Wert zählt mehr. Habe ich letztens auch verloren. In der Live-Liste bei 20er Reizung übrigens keinen gedrückt. Habe ich mit der Blanken 8 im Ausspiel. Ach gut, machen wir nur der Wärme. Hast du zu viert stand 2-2 oder so, oder 3-1, ist ja wurscht. Und die Blanke war wirklich frei. Doch, das gibt's gar nicht. Beim Skat gibt es alles. Alles. So muss ich halt sagen, es wurde 20 gereizt und die Karo, es war eine Karo 8. Ne? Also es war eine dezente Hebe auf jeden Fall. Schneideritzki. Jetzt bist du schon davor. Ja, ich Kleines spiele Büro. ab und zu mal einen 168er oder einen 120er, das reicht mir Kleinigkeit bist du groß. Aber ja. ist man auch mal so ein. Das fängst du auch noch so an, das ist ja fürchterlich. Grausam, sage ich dir. Na, ich glaube, das steht auch Schneider frei, ne? Bup, 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 Ja, bup, alles bup, steht zu bup. dritt. Ganz schön fies. Das habe ich noch falsch rum gemacht. Egal. Ah, jetzt gibt es zwei Falle. Oh, das ist ein teurer Oh, Macher. ho, ho, ho. Das hört man ungern. Das Spiel ist übrigens analysiert, nur eigentlich beim Undo zu verlieren. Pik 7 ist übrigens die korrekte Eröffnung. Nee, beim Undo nicht zu verlieren, Weil du weißt wieder, wo du wie rausgehen musst. weil du weißt, wie du rausgehen musst. So, was haben wir? Drei, wir kommen raus. Ne? Ist dann voller, ja. Nicht, dass ich jetzt hier dich hier um 24 Augen beschubsen will. Jetzt fängt er auch mit diesen. Ja, du hast zugehört, die bringen einen richtig Habe mal vorwärts, aufgepasst ne? bei deinen Verträgen, dass die Krankste sind die entscheidenden Spiele. Ich habe immer gedacht gehabt, mit irgendwie ein bisschen Bluffreizung, ein bisschen dumm rumreizen, gewinnst du irgendwas, aber das funktioniert nicht. Einfach zu Oh, gutes Spiel. herzfrei. Ja, und Karo steht auch 4. Aber kommst Ich halt bin zum we Rumpfklären, ne? Das ist ganz. ich bin wenig beeindruckt. Lag einer, ne? Den hast du gebraucht. Wo sind wir? Spiel So, 22, 200. 200. Na ja, dann fangen wir jetzt mal langsam an, ne? Genau, dann machen wir Du erstmal fängst einen. an. Du fängst an. Einen, um das ganz klar zu machen. Offen sogar. Ja. Das ist selbstbewusst. Warum? Ass 10, Weil Ass kein 11. schlechter ist. Ah, gut. Ah, hätte Muss ich mal man besser. trotzdem nicht offen spielen, weil wenn ich gewinne, habe ich sowieso, aber es ist Ja. warum jetzt? Ich hätte mal besser, wäre interessant, wenn ich gleich Karo Karo Lusch treffe, ja. Karo treffe, ne? Dame, Aus Karo der Lusch Dame. Doppellusch, dann hängst du da, ich glaube, den nimmst du, weil der zu gut ist, und Ja. dann kann's interessant werden. Jetzt kannst du Aber wahrscheinlich du machst nicht alle ins. vollen, dann ist Krieg Karo 10. Also, in dem anderen Moment machst du alle vollen neben dran, ich mach trotzdem viel. 24, 35, 38, 49. Augen kriege ich auch noch in Trumpf. Und Karo König kriege ich ja immer. Der ist trotzdem gewonnen.
Ja, 6 Augen mehr oder irgendwas hätte ja nicht gereicht. Ja, das scheint die Entscheidung. Es wird Zeit hier für heute dann auch wirklich Feierabend zu machen. Ich habe auch kein Interesse mehr hier. Man muss wissen, wann es Zeit ist zu gehen. So. Das haben wir also auch überstanden. Warte mal. Dupdi-dupdi-dup. Dann gehen wir nochmal rüber. Martin, für so eine kurzfristige Verabredung war das ja wieder eine Menge Spaß, würde ich sagen. Herzlichen Dank. Du, ich habe zu danken. Und ich freue mich auf den Community Club. Ich freue mich aufs Wochenende. Und ja, was halt so an Skat noch so vor uns liegt, da ist eigentlich immer Grund zur Freude, ne? Ja, wird spaßig, wird gut. Also, dann bis das nächste, bis zum nächsten Mal. Jo, wünsche dir was. Horido. Bis dann, mach's gut. Ciao. Ciao.